Regierungschefs und Chefinnen der Länder danken, dass sie heute zusammen mit anderen Vertretern der Bundesregierung hier zusammengekommen sind und zu einem physischen Treffen. Ich glaube, das war auch gut, denn wir sind in einer Phase der Pandemie, die ernst ist. Ein einleitender Vortrag des Epidemiologen Michael Meyer-Hermann hat uns auch noch einmal aufgezeigt, in welcher Phase wir sind. Ich glaube, das war recht einleuchtend und auch hilfreich. Ich bin überzeugt, dass das, was wir jetzt in diesen Tagen und Wochen, die kommen, tun und was wir nicht tun, wird entscheidend sein für die Frage, wie wir durch diese Pandemie kommen. Denn wir sehen ja, dass die Kurven der Infektionszahlen nach oben weisen, zum Teil recht steil, und dass wir ein sehr hohes Infektionsgeschehen in einigen Regionen Deutschlands haben. Und wir befinden uns in einer anderen Jahreszeit. Damals im März stand der Frühling vor der Tür. Jetzt gehen wir sozusagen auf die Wintermonate zu. Das hat zur Folge, dass die Kontakte im Innern natürlich sehr viel häufiger sind, dass viel weniger draußen stattfinden kann. Und das bedeutet natürlich, dass wir auch vor größeren Herausforderungen stehen. Unser gemeinsames Ziel, so haben wir es heute auch beschlossen, ist, dass wir die Kontakte nachverfolgen wollen. Das gelingt im Großen Ganzen nach wie vor, aber in einigen Fällen nicht mehr so, wie es sein müsste. Deshalb haben wir auch über Fragen der Unterstützung durch den Bund, die Bundeswehr und der Gesundheitsämter, aber auch der Ordnungsämter miteinander gesprochen. Wir müssen also verhindern, dass es zu einem unkontrollierten bzw. exponentiellen Anstieg weiterkommt. Und wir sind bereits in der exponentiellen Phase. Das sieht man an den täglichen Zahlen. Kontrolle über das Infektionsgeschehen und über die Infektionsdynamik, das hat uns geleitet bei Beschlüssen, die ich ausdrücklich sehr gut finde. Und zwar entsprechend unserer Hotspot-Strategie, dass da, wo 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über 7 Tage sind, Kontaktbeschränkungen eingeführt werden, sowohl im öffentlichen Raum als auch im privaten, wenn es um Feiern geht. Des Weiteren, und das ist ein neuer Schritt, auch erste Schritte bereits bei 35 pro 100.000 Einwohner. Wir haben uns zu dieser prophylaktischen Zahl von 35 entschieden, weil wir an einigen Beispielen gesehen haben, wie schnell der Anstieg von 35 auf 50 dann erfolgt. Und so werden also dort auch schon erhebliche Einschränkungen bei den Kontakten notwendig sein. Und dass wir diese Beschlüsse so fassen konnten, das halte ich für sehr wichtig. Dabei ist es auch klar gewesen, das haben wir auch beschlossen, dass wir jetzt eine bestimmte Zeit abwarten. Wir wissen, dass die Zahlen von heute im Grunde das Geschehen von vor etwa 10 Tagen widerspiegeln. Das heißt, wenn ich neue Maßnahmen einführe, muss ich wieder gut 10 Tage warten, um dann beurteilen zu können, ob ich die Infektionsdynamik gestoppt bzw. verringert habe. Und wir werden dann miteinander beraten, ob neue, weitere Schritte notwendig sind oder ob die beschlossenen Schritte bereits ausgereicht haben. Wir haben heute in dem Vortrag des Wissenschaftlers, aber das wissen wir eigentlich auch noch mal sehr deutlich, gesehen, dass die Zahl der Kontakte sehr maßgeblich ist für die Ausbreitung des Infektionsgeschehens. Und deshalb gibt es auch einen Teil des Beschlusses, der mich noch nicht ganz zufriedenstellt. Da müssen wir weiter arbeiten. Und das ist die Frage der touristischen Reisen aus den Risikogebieten heraus, Stichwort Beherbergungsverbot. Wir haben darüber sehr lange und aus den verschiedenen Facetten diskutiert. Das ist in der Tat auch nicht einfach umzusetzen. Deshalb werden wir jetzt über den Verlauf der Herbstferien an den bestehenden Regeln im Großen und Ganzen festhalten. Es muss ja auch ein Stück Berechenbarkeit für die Menschen geben, aber dann mit dem Ende der Herbstferien, die letzten Herbstferien enden am 8. November in Bayern, uns noch einmal zusammensetzen, um zu überlegen, wie wir das halten. Wir machen aber allerdings in unserem Beschluss einen dringenden Aufruf, von nicht notwendigen Reisen abzusehen, insbesondere aus den Hotspot-Gebieten.
weil wir wissen, dass natürlich Reisegeschehen auch immer ein Geschehen ist, was weitere Infektionen verursachen kann oder die Verbreitung dann auch in die Fläche hinein noch einmal beschleunigen kann. Es gibt dann in den Beschlüssen viele wichtige Dinge, was die Musterquarantäneverordnung anbelangt, was die Frage der Ordnungsämter, der Unterstützung der Gesundheitsämter anbelangt, was die Vorbereitungen für einen möglichen Impfstoff sind. Über all das gibt es sehr großen Konsens. Insgesamt stehen wir insofern an einem entscheidenden Punkt, und das ist natürlich auch nicht ganz einfach abzuschätzen. Reicht das, was wir jetzt tun, oder reicht es nicht? Wir haben es sozusagen gesagt, wir beobachten das jetzt über einen Zyklus der Wirkung solcher Maßnahmen. Das Infektionsgeschehen ist eben sehr dynamisch geworden. Wir sehen in unseren Nachbarländern, dass dort sehr einschneidende Maßnahmen getroffen werden müssen. Und was jetzt ganz wichtig ist, und deshalb möchte ich auch nochmal an die Bürgerinnen und Bürger appellieren, in dieser entscheidenden kritischen Phase des Herbstes ist es ganz, ganz wichtig, dass alle auch mitmachen weiter. Die Menschen in Deutschland haben unglaublich viel mitgemacht und damit auch dazu beigetragen, dass wir im Großen und Ganzen besser dastehen als viele unserer Nachbarländer. Das heißt, den Abstand einhalten, Maske tragen und die Regeln befolgen, wozu jetzt im Winter noch das Lüften kommt, und natürlich, wo immer möglich, auch die Corona-App nutzen, weil sie auch nochmal ein Hilfsmittel ist. Und dieses Einhalten der Regeln ist das A und O. Wir müssen uns dem Virus nicht irgendwie ergeben, sondern wir können gegen dieses Virus ankämpfen. Und trotzdem müssen wir natürlich auch unsererseits durch politische Beschlüsse dazu beitragen, dass wir die Zahl der Kontakte verringern, gerade da, wo die Infektionszahlen hoch sind, um unser Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Allerdings will ich auch noch mal darauf hinweisen, dass selbst Krankheitsverläufe, die nicht im Krankenhaus enden, zum Teil auch bei Corona schon schwierige Krankheitsverläufe sein können. Wir hören immer wieder von Beispielen, wo jede vermiedene Krankheit natürlich eine gute Krankheit ist. Und da, was uns Herr Meyer-Hermann heute noch einmal gesagt hat, dazu hat er ja auch Studien entwickelt, es geht nicht nur um die Frage des Gesundheitssystems, das natürlich zuvörderst, aber auch unsere wirtschaftliche Entwicklung hängt davon ab, dass wir durch die Pandemie nicht zu schwer beeinträchtigt werden. Was der Gesundheit dient, dient also auch dem wirtschaftlichen Ablauf. Und Sie wissen alle, wir haben einen Haushalt verabschiedet auf der Bundesebene, der über 250 Milliarden Neuverschuldung allein in diesem Jahr hat. Und deshalb können wir uns auch ökonomisch eine zweite Welle, wie wir sie im Frühjahr hatten, mit solchen Folgen nicht leisten. Das heißt, wir müssen alles tun, um wirklich die Infektionszahlen im Griff zu behalten und die Kontakte nachzuvollziehen. Und dazu müssen wir mit den Zahlen an einigen Stellen runterkommen. Das waren die Beschlüsse. Wir haben weiter zu arbeiten, aber wir sind dazu auch gewillt.